Hallo und herzlich willkommen bei 2 Nerds 1000 Games. Ich bin wie immer eure Kari und spiele heute wieder Cat Quest. Wir haben uns zuletzt hier im Ort hingelegt und gucken direkt mal. Wir haben wieder ein neues Quest. Entschluss des Zwillings. Wir sind Level 18, das ist Level 20. Nehmen wir natürlich direkt an, die zwei Level-Unterschiede machen nix. Kommt und findet mich. Ja, okay, das ist auch gar nicht gruselig. Ja, das ist wieder der Magier. Er schreibt, wie er spricht. Jo, hi Magier. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ach, Spiri schon? Okay. Hätte das Nekropotikon studiert, jahrelang. Mhm. Katzenminze. Hm. Oh, okay. Das war traurig. So. Wir sollen die Katzenminze zum Grab der Schwester bringen, über die verpfotenen Felder hinweg. Gucken wir mal, ob wir das ein bisschen umgehen können. Nee, verschwinde. Oh, eine neue Art von Drachen, die wir noch nicht kennen. Ich komme mit dir, gehe ich mich mal anlegen. Au! Okay. Okay. Puh. Der hat wehgetan. Mal ganz kurz schauen, ob hier auf Anhieb noch was sehe. Da ist noch eine Ruine. Haha, rausscrollen. Ah, da geht's zu einem anderen Ort. Okay. Na dann. Kriegst mich nicht. Oder vielleicht doch. Oh nein. Mistvieh. So. Yeah. Ich würde mal sagen, wir heilen uns hier oben direkt mal. Besser. Sehr schön. Wir haben die letzte Ruhe gefunden und hier oben ist der Friedhof. Mhm. Katzen hier begraben werden wir mit neuem Leben wiedergeboren. Oh. Die Katzenminze auf den Grabstein. Mhm. Gerne. Ein kleiner Beutel voller Gold fällt vom Himmel. Wow. Okay. Gold. Wow. Okay. Das ist mal eine Hausnummer. Wo wir gerade schon mal hier sind. Hier gibt es im Moment noch keine Quests. Okay. Ah, Moment. Hat der uns irgendwas Wichtiges mitzuteilen? Ach, wirklich? Okay, gut zu wissen. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal ganz kurz hier oben. Hier war ja auch gerade eine Ortschaft, die wir gesehen hatten. Nee, Moment. Da oben? Nein, hier. Da oben ist nochmal ein Magierlager, wo wir was lernen können. Nein, geh weg! Geh weg! Auf den Pfotenebenen hat KitKat wieder einen Stützpunkt. Hier gibt es im Moment noch nichts. Okay. Ich würde mal sagen, wir flitzen einmal ganz schnell hoch zum Magier, um den neuen Zauberspruch zu lernen. Ich hasse diese Drachen. Geh weg. Okay. Der hatte gerade einen Totenschädel. Das heißt, sie sind ein bisschen sehr viel stärker als ich. Frosttatze. Ja, das lernen wir natürlich. Zumindest den Grundpunkt. Sehr schön.
Ach ja, rüsten wir auch noch direkt auf. Und zwar da. Okay. Dann schauen wir mal, was das hier im Moment kostet. Ich möchte noch einmal Heilung lernen. Ja, möchte ich. Kann einfach irgendwo nicht schaden. Ich möchte nochmal das Flammenschnurren lernen. Einfach weil das der meistverwendete Zauberspruch ist. So, was kostet die nächste Stufe? Nochmal 400, das nehmen wir mit. Was kostet der Rest? 250... 200. Ich würde mal sagen, jetzt bringen wir beides auch nochmal auf eine Stufe hoch. Wenn wir schon dabei sind. Ja, Stufe 2, danke. Ja, möchte ich. So, Blitzmiau haben wir auch geskillt. Wundervoll. So, dann gehen wir mal wieder raus. Wir haben jetzt einiges an Gold ausgegeben. Hier oben den Obelisken hole ich mir noch. So, okay. Sehr schön. Wundervoll. Hier oben gibt es wieder einen Quest. Level 25. Das ist dann doch jetzt ein bisschen großer Unterschied. Das machen wir aber nicht. Ich möchte aber natürlich trotzdem gerne noch was speichern. Und hier oben links sehen wir übrigens die kalte Tatze. Okay. Ja, ihr kriegt mich nicht. Ne. Die Miauhöhle. Perfekt. Okay. Gut. Um passende Quests zu finden, müssen wir auf jeden Fall mal wieder ein Stückchen zurückgehen. Kurz einmal rausscrollen. Aha. Okay. Da sehe ich auf Anhieb keine Quest. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Gold. Daneben. Lalala. Moment mal, was? Die Schnurrberge. Ja, okay. Zuflucht der Königin. Was gibt's denn hier? Der erste Katzweihnachtstag. Okay, den will ich machen. Wir bereiten uns auf eine Katzweihnachtsparty vor. Geschenke sind verschwunden. Miau, Hilfe. Okay. Irgendetwas läuft an Katzweihnachten immer schief. Jo, ich bin dafür. Okay. Gut. Wir suchen noch ein paar Hinweise. Zwei seltsame Pfahle. Ich gehe nach da, wo keine Gegner sind. Es ist ein Haufen Schnee. Mhm. Noch mehr Schnee. Da ist noch mehr Schnee. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Du gehst mir auf den Keks, Kollege. Ja, wir folgen dem Schnee. Moment, sammeln wir kurz das hier oben ein. Wir sind in den hügeligen Hügeln. Ach nein, mir schwand Übles. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Um Katzenwillen, mach dich bereit, Katzkollege. Ja, genau. Okay. Was zum... Was bist du denn? Eisschaf? Okay. Okay, die sind auf jeden Fall ein bisschen schwächer als die Kollegen, die ich gerade hatte. Ich muss hier nur fix ein bisschen aufräumen. So. Und ich auch. Au. Okay, wieder einer weniger. Diesmal nicht, Kollegen hier. Wah! Boah, ich hasse diese Dinger. Lass mich in Ruhe. Puh.
Okay, ja, und jetzt? Es sind Amulette erschienen, aha. Großzügigkeit. Dankbarkeit. Familie. Und Fellgebung. Aha. Ja, gut. Was auch immer mir das jetzt sagen soll, aber das werden wir sicherlich gleich rausfinden, während wir an der Fellhöhle vorbeilaufen. Moment, das nehmen wir mit. Ist zwar nur ein Gold, aber besser als nix. Um Katzen will. Komische Kreise in anderen Städten. Okay. Fischerkatzes Freund der Stadt in der Nähe. Okay. Wir haben einen Ninja-Schleier bekommen. So, das war jetzt ein Ding schon nicht mal mehr mit dem Zaunfall, sondern mit dem gesamten Zaun. Das wird die Stadt da unten sein. Aber erstmal nehme ich das Gold hier noch mit. Gut, dann schauen wir mal. Wieder ein bisschen Erfahrung, noch ein bisschen Gold. Gehst du weg? Katze. Ja, der zweite war gesagt, das ist Stufe 30, das ist 11 Level über uns. Das lassen wir mal. Aber wir haben ja noch ein anderes. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Was? Huch. Räudiges Kätzchen. Mhm. Wir brauchen Fleisch. Aha. Okay, die will uns anspringen. Okay, bevor wir losgehen, speichern wir hier noch einmal ganz kurz. Ja gut, dann laufen wir hier halt mal ein bisschen Amok. Du nimmst Fleisch von dem Monster mit. Okay. Beeil dich, wir brauchen mehr Fleisch. Okay. Gut, wird natürlich jetzt erstmal alles wieder eingesammelt. So. Lalala. Du nimmst mehr Fleisch mit. Da, bitte. Ah. Was? Aber ich schmeck doch gar nicht. War nur ein Witz. Haha. Ja, ist klar. Unsere Ritterrüstung wurde verbessert. Sehr schön. Aber irgendetwas sagt mir natürlich, dass es davon noch eine Folgequest gibt. Ja, natürlich. Diesmal Level 12. Auch das schaffen wir noch locker. Sonnengedörrtes Fleisch. Okay. Jetzt brauchen wir Fleisch aus der Dunkelheit. Es werden immer mehr. Ist auch gar nicht beunruhigend. Sie haben jetzt wohl vollkommen den Pfotstand verloren. Ja, ich... Gut, wir speichern natürlich einmal ganz kurz, bevor wir losrennen, damit wir nicht alles wieder nochmal machen müssen. Da ist eine Höhle. Wir brauchen das ganze Fleisch am Seeloch. Na dann. Unemen. Au. Ja, was ihr könnt, kenne ich schon lange. Okay, ist doch relativ leer hier. Dann hole ich mir erstmal die beiden.
Ich mag diese Feuer dort, muss ich sagen. So, was haben wir hier unten noch? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Okay, die scheinen gegen Magie jetzt nicht so empfindlich zu sein. Aber sie können sich heilen. Okay. Gut, kann ich auch. So, das war's. Wir nehmen selbstverständlich noch die Kiste mit. Schauen wir mal. Ein Schwert. Eine Kettenklinge, okay. Da schauen wir doch mal, ob die vielleicht besser ist als der Stab. Macht mehr Schaden, aber weniger Magie. Ich würde mal sagen, ich nehme trotzdem mal das Schwert. Jetzt gucken. Den geheimnisvollen Stab hatten wir ja auch bekommen. Macht sehr viel weniger Schaden, aber mehr Magie. Na, das muss jetzt nicht. Okay. So. Wir tragen zurzeit immer noch die Ritterrüstung, glaube ich zumindest. Nein. Ach, die Kettenrüstung hatten wir an. Moment. Ach, weniger Leben war das Ding. Okay. Nee, ich habe dann doch lieber das mit etwas mehr Leben. Und wir gehen weiter. Raus hier und ab mit dem Fleisch zu den Leuten, bevor sie uns wirklich auffressen. Das werden immer mehr. Und wir haben ein Ritterschwert bekommen. Okay, cool. Das gucke ich mir auch gleich noch an. Oh, und sie sind wieder weg. Miau, hier drüben. Okay. Bevor ich zu ihm hingehe, gucke ich einmal ganz kurz aufs Schwert. Das macht sogar noch mehr Schaden. Na dann. Doof. Hi. Ah ja. Ja, sehe ich auch so. Es fing alles mit diesem Händler an. Okay. Natürlich. Schaut wieder auf der Tafel nach. Machen wir. Gleich. So, Stufe 16. Auch das können wir noch machen. Liebe Grüße. Ja. Hi, Red. Okay. Du lädst das Fleisch im Busch ab. Moment. So eine unbeaufsichtigte Münze kann ich doch nicht einfach liegen lassen. Es ist zu ruhig. Lass mich in Ruhe. Oh Mann. Jetzt wird's hier aber unangenehm. Ja, okay, du wolltest auch noch mitspielen. Hau ich dich auch noch. Kurz mal wieder heilen. Oh, ihr habt es geschafft. Stadtkatzen haben sich in Monster verwandelt. Okay. Warum nur bin ich misstrauisch gegenüber dieser einzigen Katze, die sich nicht verwandelt hat? Nun gut, unser Ritterhelm ist besser geworden. Wir gucken wieder auf der Questtafel. Level 20, das sind wir inzwischen auch. Also können wir das hier locker machen. Der Händler kommt, Hilfe, miau. Okay. Hier ist niemand. Gut, wir müssen Red finden. Das werden wir auch gleich tun, nachdem wir einmal kurz gespeichert haben.
So, einmal hier lang. La 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 la. Wir müssen in die Höhle rein. Könnten mich diese doofen Blitzschafen mal in Ruhe lassen? Ich mag dich nicht. Geh weg. Okay. Na dann. Schon ganz kurz. Kann man hier lang? Nein. Okay. Da irgendwo rüber. Ja, hier. Okay. Jetzt nicht lang. Dann bestimmt da und da. Und hier oben kann man lang. Sehr schön. Kurze Kiste plündern. Was haben wir denn? Einen Stab. Weißmagierstab. Okay. Da komme ich nicht lang. Okay. Ach, hier lang. Okay. Dann müssen wir wieder hier lang und hier runter. Moment, müssen wir da lang? Ja. Okay. Hi, Kleiner. Au, 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 au. Nein, du kriegst mich nicht. So, okay. Da geht's nicht lang. Dann muss ich hier und hier und hier und muss ich darüber. Ja, geh weg. Oh, nein, 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 nein. Meine Güte. Oh Mann. Okay. So, wie wir uns erinnern, die sind nur gegen Magie anfällig. Heißt einmal draufhauen, um Magie zu regenerieren. Mitten rein und casten. Dupti-dupti-dupti-du. Okay. Ein zweites Mal rechts noch. Sehr schön. Und den habe ich einfach mal so weggehauen. Okay, sie ist nicht hier, aber da muss es noch irgendwo hingehen. Okay. Noch eine Kiste. Wieder der Ritterhelm. So langsam lohnt der sich. Gut, ist jetzt nicht so hübsch, aber ich tausche mal. Ich will hier wieder weg. Sehr gut, so. Schauen wir mal ganz kurz, ob es hier noch irgendwo nach rechts geht. Nein. Okay, so. Raus hier. Wir müssen unsere kleine Freundin noch finden. Ja, welcher will ich... Ah! Geh weg! Verdammte Mistviecher. Okay. Die Spuren führen beide zum selben. Dementsprechend vollkommen egal, wo ich lang gehe. Da ist sie. Wo ist der Händler? Warum muss ich immer recht behalten? Ah, ja, genau. Ah, oh, Mann. Oh, nein, 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 nein. Gehst du weg? Neugier ist der Katze tot. Ja, natürlich. Schnurrtastische Arbeit. Wuhu. Wow.
Könntest du mal aufhören, mich zu verfolgen? Danke. So, dann schauen wir doch mal. Die Kettenklinge ist besser geworden. Ja, nehmen wir, ne? Sehr schön. Wundervoll. Gut, wir gehen mal wieder zurück. Und gucken direkt, ob es da noch eine neue Quest gibt. Hier gibt es keine. Da hinten war der Ort, genau. Da gab es aber auch gerade nichts über der Questtafel. Deshalb gehen wir wieder hierhin zurück. Das dürfte jetzt noch immer die 30er-Quest sein, die ist. Ja. Wir merken uns vor, an Fischers Katzes Freund gibt es eine Quest für uns. Und bei Kit Kat aber auch. Hoffen wir mal, dass die Quest ein bisschen kleiner ist. Der Geselle der Schmieden, Level 20. Machen wir. Kit braucht unsere Hilfe. Sie braucht nur noch einen Teil für die Rüstung. Für dich tun wir alles, Kit. Mhm, eine Höhle mit einem besonderen Erz. Lass eine Lady nie warten. Lady? Wo? Entschuldigung. Okay, wir müssen wieder hinters Wasser, nach hier oben. Lalala, an den Schnurrbergen vorbei. Ah, da ist er. Da liegt ein zerrissener Zettel auf dem Boden. Aha. Gut, wir müssen woanders hin. Hier ist Westtatz. Cool. Einmal ganz kurz zum Speicher nutzen. Direkt am Felingard-Fluss. Verschwinde. Busch. Ein weiterer Zettel. Über den Erz zum. Über den See zum Absetzpunkt. Big Nip sagt, er passt drauf auf. Ja, okay. Dann erleichtern wir mal Big Nip. Das Erz ist nicht hier. Aus den Bäumen! So, die Banditen haben das Erz getragen. Woo! Ein Konkurrent! Gut, wir gehen natürlich zurück zu Kit. Denn wir wollen ja unsere Belohnung auch haben. Die sie uns versprochen hat. Oh Mann, ein Konkurrent. Einmal ganz kurz zur Orientierung. Nicht da oben, weiter runter. Gut. Lalala, könntet ihr mich mal in Ruhe lassen, Leute? Ja, richtiger Weg. Noch immer Level 20, der Schmiedemeister. Lass uns das Erz zu Kit bringen. Das besondere Erz. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie gibt uns die Rüstung. Wow. Danke. Kits Rüstung. Cool. Die schauen wir uns doch mal direkt an, oder? So, wo ist sie da?
Nett. Die rüsten wir doch mal aus. Ah, so. Wir haben einer Jungfrau in Not geholfen. Wuhu. Hat auch keine weiteren mehr. Wir haben eine neue Rüstung bekommen. Noch viel besser. Und selbstverständlich haben wir auch ein paar Quests abgeschlossen. Und meine Lieben, das war's dann aber auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wir sehen uns wieder. Ciao.